Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Das letzte Mal haben wir hier angefangen in Al-Kuwait uns ein bisschen umzuschauen. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was jetzt hier so alles gibt. Ich weiß nur, da ist glaube ich was drin in diesem Topf. Ja, ein Weißbrot. Die haben so eine ganz spezielle Aura, dieses Funkeln. Und sie schauen auch, glaube ich, etwas anders aus als Töpfe, die wo nichts drin ist. Sauren Eisbecher, okay. Das kenne ich noch nicht. Es wird wahrscheinlich auch etwas zum Verfüttern sein, oder? Ja. Saure Eisbecher. Eisbecher enthält eine übrige Portion. Oh, magische Verteidigung. 2 rauf, das ist gut. Ich wette, wir können da noch nicht lang, oder? Bitte entschuldigt, Die Kulifin ist momentan verhindert. Sie empfängt keine Besucher. Okay. Na, und was jetzt ist die Frage? Gute Frage, nächste Frage. Wir haben zwar hier unser Hauptziel, aber ganz ehrlich, ich würde gerne noch ein bisschen nebenquesten. Und wie kommen wir noch einmal ins Tagebuch? Ach so, hier. Hier. Liebevolles Lunchpaket. Dafür müssen wir auch raus. Wir müssen für die beiden Quests, die wir haben, momentan raus. Und da draußen momentan ziemlich starke... Ich wollte eigentlich das machen. Ziemlich starke Viecher rumlaufen. Ist, glaube ich, nicht so intelligent. Ich würde sagen, wir können ja ruhig mal mit der Hauptquest ein bisschen voran gehen. Und dafür reden wir mal mit Rashid, müsste sein Name sein. Ja, den großen Weisen Rashid. Excuse me, are you Mr. Rashad? Yes, I am. Mr. Rashad, sir, I need you to teach me magic. I need you to teach me the most powerful spells there are, so I can defeat Shadar. Defeat Shadar, you? Yes, sir. Your journey has been wasted. I no longer practice the magic arts. Huh? But why not? I thought you were one of the 4 great sages who knows everything there is to know about magic. It matters not what I was. I use magic no more. Is she... What do you want? Who are you? Jeepers. The poor thing's broken-hearted, looks like. Shadar stole a piece of her heart. It was my fault. I defied him, and to punish me, he did this. That is why I fight no longer. I cannot risk my child's life. I will not. We must accept our fate and live out our days in peace. Mr. Rashad, sir, you're wrong. She wouldn't want this. She's not in pain because a piece of her heart was stolen. It's because you gave up fighting. Because you gave up on everything. That's why she's in pain. You are sure of this? Yes, I am. I see. I see now that you would say anything to enlist my aid. Huh? Begone! Leave us in peace. You're making a mistake. I wasn't trying to... Well, he wasn't wrong. It looks like Shadar's stolen a part of the poor dab's heart. Then we have to help her. We have to make her heart whole again. Nah, looks like, I said. This is different. Huh? Her heart's not just broken, it's closed. Closed? What does that mean? It's like this, see? She's not just had a part of her heart stolen, she's closed it up tight too, to keep the rest safe, like. So, before we can think about replacing what's missing, we'll have to open it back up again, innit? And how do we do that? We go to your world. If we find whoever she's connected to by there, we can work out what's going on with her by here. So, we head over your way and find her soulmate. All right. Let's do it. Righto, back to you, world it is. Well, you like what you see?
Das war mal eine hammergeile Zwischensequenz. Wow, sag ich nur. Also ganz ehrlich, wem das Spiel nicht gefällt, der muss irgendwie ein bisschen ein bisschen Schaden. Wir zaubern das Portal, um nach Motorville zurückzukehren. Und wir müssen ihr, der die gerade noch im Bild war, der Blondine, das Herz wieder öffnen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir nicht sicher, ob sie einen Namen... egal. Also, wo fangen wir an zu suchen? Du weißt noch, Moment, ich krieg drauf gerade nicht hin. Du weißt noch, wie das geht, Olli, oder? Wir müssen die Gemeinsamkeiten aufspüren. Irgendwo hier gibt es jemanden, der unsere jungen Esther irgendwie ähnelt. Also, welche Mädchen fallen dir ein? Esther, okay, ich bin mir nicht sicher, ob das gerade in der Zwischensequenz vorgekommen ist. Ich habe eigentlich aufgepasst. Egal. Mädchen? Ich rede eigentlich nicht mit Mädchen. Meistens nur mit Philipp. Verpflegst du sie überhaupt nicht gut? Wie sollen wir das denn anstellen? Ich bin sicher, dass sie mich an jemanden erinnert. Kannst aber nicht genau sagen, was. Egal. Wenn ihr gleich eine Pause macht, müssen eben die Beinchen dran. Drehen wir mal eine Runde durch die Stadt und schauen, ob wir Esthers Seelenverwandte finden, ja? Okay. Okay, Tröpfchen. Suchen wir dieses Mädchen. Mir fällt eine ein, die uns da beobachtet hat, ganz am Anfang des Spiels. Das ist, glaube ich, eigentlich auch das einzige Mädchen oder überhaupt die einzige Person, mit der wir hier noch nicht wirklich Kontakt hatten. Oder dieses geisterartige Mädchen. Hat der einen Namen? Pia, genau. Vielleicht die. Myrtle, glaube ich, hieß die da. Glaube ich, gehe falsch rum, ja. Das ist diejenige, die uns da beobachtet hat. Ich glaube, das könnte die richtige Person sein. Und natürlich ist die direkt bei Philips Werkstatt. Motown Motors. Was? Ja, Motown Motors. Ich dachte, das heißt Motorville. Egal. Hey, da fällt mir ein. Spuck's aus, Junge. Denk's gern an Mädchen. Das stimmt's. Was? Nein, ich hab nur... Als ich Philipp in seiner Werkstatt besucht habe, war da dieses Mädchen. Sie hat uns immer von ihrem Fenster aus beobachtet. Von ihrem Fenster aus, was? Klingt nach einem richtigen Mauerblümchen. Ja schon, es ist das Fenster da oben. Wow. Das ist sie, Tröpfchen. Mensch, Olli, wieso ist sie nicht gleich eingefallen? Die ist ihr doch wie aus dem Gesicht geschnitten, Mann. Na, ja, so sehr nicht. Wem denn? Herrgott, Olli, ernsthaft? Was denkst du denn, du Dödel? Der Tochter des Weisen natürlich, die offensichtlich ihr verflixte Seelenverwandte ist. Ist wirklich so offenkundig, dass es mir gar nicht aufgefallen. Really? Du hast aber ein gutes Auge, Tröpfchen. Sie war ja nur ganz kurz am Fenster. Das schätze niemals die Adleraugen einer Fee, mein Junge. Ich könnte ein Staubkorn auf einer Nagelspitze erkennen, jawohl. Egal, sie ist es, kein Zweifel. Wir müssen uns einen Weg in ihr Zimmer bahnen. Okay. Das kommt mir moralisch nicht so ganz richtig vor, muss ich sagen. Oder bin das nur ich? Aber okay. Ah, jetzt ist sie Hausbegeber. Okay. Ah, Moment, was ist eigentlich mit diesem Hund? Okay, mit dem Hund ist nichts, wie es ausschaut. Achso, der Hund ist der blaue Punkt. Ich dachte gerade, warum ist der ein blauer Punkt? Ich sehe keinen. Klopfen wir vielleicht einfach? Ja. Hat keinen Zweck. Keiner macht auf. Stimmt etwas nicht, mein Lieber? Es ist niemand zu Hause, musst du wissen.
Ich muss mit dem Mädchen sprechen, das hier wohnt. Bist du ein Freund von Myrtle? Oh, du Ärmster, du machst dir sicher große Sorgen um sie, oder? Hä? Meine Güte, du weißt gar nicht Bescheid? Also unter uns gesagt, Myrtles Familie macht schwierige Zeiten durch. Wieso denn? Ihr Vater arbeitet Tag aus, Tag ein. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er ist kaum noch zu Hause. So eine Schande. Rusty war immer ein so liebevoller Vater. Aber irgendetwas ist ihm zugestoßen. Er hat sich verändert. Manchmal kann ich sein Brüllen durch die Wände hören. Ich weiß nicht, wie die arme Betty damit zurechtkommt. Und die arme kleine Myrtle erst. So eine Schande. Betty ist Rustys Frau, genau. Und sie steht immer noch zu ihm, wie am ersten Tag. Erst heute Morgen habe ich gehört, wie sie ihm versprochen hat, ihm sein Mittagessen in die Werkstatt zu bringen. Und sie bereitet diese Sandwiches mit so viel Liebe zu. Es bricht einem das Herz. Mir kommen schon die Tränen, wenn ich nur daran denke. Solch eine gute Seele, die arme Betty. Doch ich würde diesem Rusty Wagner gerne mal die Meinung geigen. Oje. Oh, aber ich schwatze schon wieder viel zu viel. Hör nicht auf mich, Schatz, ich bin nur ein verrücktes altes Weib. Wer würde das von sich behaupten, mal ganz ehrlich, Freunde? Grüß Myrtle von mir, ja? Die ist irgendwie strange. Verdammt, bei den Wagners hängt der Haussegen wohl ganz schön schief, was? Tröpfchen, wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen Myrtle helfen. Nächster gesagt als getan, Olli. Sie kommt nicht auf Plausch raus und wir kommen nicht rein. Es sei denn, wir zaubern die Tür auf. Du hast recht, wir sollten die Tür mit Magie öffnen. Nur ich weiß, wie das geht. Nur ich kann da rein und mit ihr reden. Bist du sicher, dass du das machen willst, Junge? Also, meine Mama gestorben ist. Wenn du mich nicht in deine Welt mitgenommen hättest, als ich dachte, ich sei ganz alleine. Wenn du mir nicht geholfen hättest, dann wäre ich jetzt noch immer alleine. Darum müssen wir Myrtle helfen. Wenn wir das nicht tun, wird sie dazu verdammt sein, immer nur aus dem Fenster zu schauen. Ganz alleine. Na gut, das ist ein ausreichender Anlass für einen kleinen Einbruch, denke ich. Lass uns reingehen. Okay, Tröpfchen. Kann man sagen, was man will, aber vielleicht ist es Grund genug. Ja, will ich dann nicht der Polizei das sagen. Moment, ich will nicht hier schenken, ich will Schloss öffnen. Und? Nanu, sie geht nicht auf. Hä? Das ist aber komisch. So ein billiges Schloss sollte eigentlich kein Problem sein. Was ist los, Tröpfchen? Es liegt an der Tür, Junge. Die böse Macht besitzt sie. Dein Zauber ist nicht verpufft. Die böse Macht hat ihn gekontert. Gekontert? Oh, nee. Das muss das Mädel sein, nicht? Sie ist immerhin die Seelenverwandte der Tochter des Weisen. Glaubst du, und was machen wir jetzt? Ich kann dir sagen, was wir nicht machen. Versuchen, zu Hause reinzukommen. Ist eh nicht nett, bei fremden Leuten einfach so reinzuschneien. Da hast du recht. Ich denke, wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, gut, dass die Karte uns schon anzeigt. Oh, wir gehen einfach mal zu dem Rusty. Und der... Das war... Pia. Hey, vielleicht... Nanu, was ist denn los, Olli? Vielleicht weiß Pia was drüber. Oi, oi. Was geht denn da ab, verflixt? Ja, okay. Pia... Ich dachte schon, wir müssen jetzt zu ihrem Vater, um irgendwas zu machen, aber scheinbar nicht. Oliver, du musst da rein. Ja? Oliver, du musst da rein.
Ja. Und? Was soll ich machen? Sie ist offen? Weißt du, was? Hast du einen anderen Zauber benutzt oder was? Nein, ich war das auch gar nicht. Das war Pia. Wo ist sie hin? Nicht so wichtig. Dann mal rein, oder? Da oben ist schließlich ein Fräulein in Nöten, Junge. Sehr strange. Who are you? My name's Oliver. Don't worry, I'm not crazy. I'm a kid from right here in Motorville. Just like you. I know. I've seen you. You have? I'm sick. I can't leave this room. If I go outside, it hurts. So all I can do is look out at the world from my window. That's why they call us Steady Mary. Shh! Don't worry, man. No one can hear me but you. I can talk as loud as I want! Yes, that's why they call me Steady Mary. Huh? Tricky! Can she hear me? That's what they call me around here. But you knew that already, huh? I bet you think I'm weird, don't you? No, I don't. It's okay. I don't mind. You should go before my father comes home. Oi, come here a sec. This is proper weird. I've looked as hard as I know how, but she doesn't seem sick at all. She's as fit as a fiddle, in fact. You mean you can tell? I'm Lord High Lord of the Fairies, and of course I can tell. So what is wrong with her? Well, whatever sickness she had might be gone, but something still got a hold over the poor dab. Hmm. What is it? Oh, nothing. I'm gonna come see you again. Okay, Myrtle? Huh? Well, if you can't leave your room, I'll come to you instead. That way we can be friends. How does that sound? Oliver, you can't. Huh? My father won't allow it. You should leave. But Myrtle... Es ist genauso, wie du gesagt hast, Tröpfchen. Man könnte fast meinen, Myrtle und Esther wären ein und dieselbe Person. Sag ich doch, oder? Könnten Zwillinge sein, Mann. Ich wusste, dass sie Seelenverwandte sind, gleich als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Aber sie hat kein gebrochenes Herz. Etwas anderes findet, dass es ihr besser geht. Es sind sicher ihre Eltern. Ihre Familie ist... Wenn man der Klatschtante glauben will, ja. Ihre Eltern scheinen sich ein bisschen an den Haaren zu liegen. Wollen wir uns wirklich in so eine Familiensache reinziehen lassen, Olli? Das vielleicht nicht, aber wir müssen Myrtle helfen. Familie ist wichtig, das Wichtigste überhaupt. Tja, wenn du es so sagst. Na gut, helfen wir dem armen Mädel. Auf zu Rastis Werkstatt. Gehen wir. Oh, müssen wir jetzt doch zu Rustys Werkstatt. Okay, habe ich vorher schon nicht so falsch gelegen. Und ganz ehrlich, die Folge am Anfang und jetzt gerade so depressive Szenen. Alter. Alter, ich war jetzt den Tränen bei dieser Szene wirklich sehr nahe. Nennt mich ein Softie, aber ist so. Das muss Rustys Werkstatt sehen. Ich habe ein ganz komisches Köbeln in der Laterne. Solltest wirklich gut vorbereitet sein, bevor du da reingehst. Okay, Tröpfchen. Was heißt gut vorbereitet? Heißt das... Ja gut, was ein Motor will, also... Was soll passieren? Wir werden jetzt sicher nicht irgendwem begegnen, irgendeinem Vieh, einem kleinen Kläffer oder sowas. Von daher, warum einen nicht einfach reingehen? Das muss Rastis Werkstatt sein, was, Olli? Und da drüben muss er selber sein.
Ich denke ja. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Myrtles Vater? Ich wollte Sie etwas fragen. Siehst du nicht, dass ich arbeite? Die kleine Rotzlöffel. Huch, was wird denn da um den herum? Nee, es kann nicht sein. Schatz, ich hab dir dein Essen gebracht. Immer dieselbe Leier. Ich hab keinen Hunger. Aber Schatz, wenn du nicht isst, wirst du noch krank. Ich hab gesagt, ich hab keinen Hunger. Okay, Schatz. Aber gib auf dich Acht. Bitte. Das war also Myrtles Mutter, hm? Du auch! Verschwinde, bevor ich dich rauswerfe! Aber ich... Verdammt, ich sieh dir seine Augen an! Sein Herz ist total kaputt! Sein Herz ist gebrochen, aber ist nicht aus deiner Welt, Tröpfchen. Darüber können wir jetzt später noch einen Kopf zerbrechen. Jetzt wissen wir, was das Problem ist. Wir müssen Rastis gebrochenes Herz flicken, okay? Ich denke schon. Keine Sorge, Herr Wagner, wir werden Sie retten. Ah. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ein verflixter Albtraum? Da haben wir den Salat. Was ist ein Albtraum? Ein Albtraum? Du meinst sowas wie ein böser Traum? Nee, Mann, viel schlimmer Albträume sind böse Geister, die sich über Leute mit gebrochenem Herzen hermachen. Siehst du den schwarzen Nebel? Daran erkennst du die. Verdammt, der Nebel wird dunkler. Das kann nur eins bedeuten, und zwar nichts Gutes. Okay. Rastis Albtraum. Ohne jede Güte. What? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ein Boss? Nee, nicht im Ernst, oder? Okay. Fuck it. Bitte lass uns nicht so auf die Fresse kriegen. Oh, fuck. Da hinten ist irgendwas. Da hinten sind so Essenzen. Wisst, das ist schlecht, diese Essenzen, die da fallen gelassen werden. Okay, das ist jetzt schlecht. Moment. Proviant. Gegengift. Der hat uns, glaube ich, gerade vergiftet. Okay, Weißbrot. Mundgeruch. Der greift, glaube ich, gerade an. Okay, Zauber. Lindernde Hand nochmal. Da ist aber grüne Essenz. So. Und jetzt schauen wir, dass wir Wichtel nochmal raus... Oder eine Wasserbombe. Oh, das ist schlecht. Okay, ich habe nicht verteidigt. Ich bin am Arsch. Okay, was heißt blind? Okay. Wasserbombe. Wir müssen auf Oliver wechseln. Und Proviant zu uns nehmen. Weißbrot. Und vielleicht jetzt mal probieren mit Feuerzauber. Alter. Mundgeruch ist nicht das, was schlimm ist. Feuerball. Okay, das tut quasi gar nichts. Wer ist mit Eiskälte? Und das was? Bisschen. Aber ich glaube, Wichtel ist am intelligentesten. Oh, schwarze Sphäre, nein! Nein! Oh, verdammt! Bin ich tot?
Aber Haltewichtel hat weniger Verteidigung. Okay, Moment. Schmetterschlag probieren wir mal. Okay, das ist jetzt ganz schlecht. Zauber. Okay, wir können nicht zaubern. Wir müssen Proviant einwerfen. Und zwar Eiskaffee. Am besten gleich zwei Stück. Und Weißbrot. Oh, schwarze Sphäre. Verteidigen. Komm, das macht wenig Schaden. Bitte. Ach, wir 5. Okay. Super. Komm. Nein! Oh, Mana. Sehr gut. Hier lag auch noch irgendwo. Hier. So. Und jetzt, vielleicht ist Luffy mit diesem Kraftsammeln irgendwie besser. Ja, das macht gut Schaden. Oh nein, das ist schlecht. Vergiftet. Ach, dammit. Gegengift. Go. Nochmal Proviant. Weißbrot. Okay, wir fressen das Ganze jetzt auf. Go. Nein. Alter. Man kann da teilweise echt nicht lange... Okay, vielleicht hilft das jetzt was. Wie viel? 19 Schaden. Ja, super. Normaler Angriff macht 9 Schaden. Alter. Fuck. Oh, Tröpfchen hat uns, glaube ich, gerade... Nein, wir haben ihn schon wieder vergiftet. Dreck. Okay, Oliver. Mal probieren. Nein, nicht. Wir brauchen gerade Verteidigung, go, bitte. So, sofort Weißbrot zu uns nehmen. Oder vielleicht was, was noch mehr Gesundheit herstellt. Okay, Sandwich stellt 100 LP wieder her. Könnten wir momentan wirklich gut brauchen. Auch wenn ich mich vielleicht gerade ein bisschen doof anstelle. Und vor allen Dingen brauchen wir Gegengift. Luffy. Auch wenn Luffy vielleicht... Moment, was macht der? Go, go! Voll auf ihn drauf! Komm, komm, Luffy! Du kriegst es hin! Wir schlagen viel zu viel fehl! Moment! Olli, verteidigen! Gut, vielleicht ist einmal lindernde Hand und dann... Brauchen wir lindernde Hand? Ja, wir brauchen lindernde Hand. Wir brauchen zumindest irgendwas. So, und jetzt... Wichtel. Schmetterschlag. Schnitter. Einfach Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh fuck, wir sind schon wieder vergiftet. Nein, wir sind nicht vergiftet. Gut. Hammer. Oh, schlecht. Ach, ich wollte das Mana noch holen, aber das ist jetzt wichtiger hier zu blocken. Oh, auch nur 5. Sehr gut. Oh. Moment, golden, golden, golden. Yes. Ist gefickt. Ja, sein Gesichtsausdruck. Ja. Und tot, oder? Ja. We did it. Und 320 Erfahrung. Und Luffy und Oliver sind auch schon Stufe 13. Und Sprossbro ist schon Stufe 10, fast Stufe 11. 320 Gold. Gute Güte. Sehr gut. Super. Schatz. Betty, bleib weg von mir.
Sein Herz ist immer noch gebrochen. Natürlich, wir haben nur einen Albtraum besiegt, Junge. Sein Herz zu heilen ist wieder eine andere Geschichte. Herr Tröpfchen, diese Albträume, was genau sind die denn? Nun, die sind ein bisschen so wie die Kreaturen, aber sie entstehen aus gebrochenen Herzen. Die krallen sich dann fest und ergreifen von den Leuten Besitz. Verstehst du? Und Shadar steckt auch hinter den Albträumen? Sieh dir doch an, Olli. Er und Rashid gleichen sich wie ein Ei dem anderen, oder nicht? Shadar hat drüben in unserer Welt Rashid unter seine Fuchtel gebracht, indem er seinen Seelenverwandten hier in deiner Welt angegriffen hat. Das ist schrecklich. Jetzt greift er auch noch Leute in meiner Welt an. Sieht so aus, nicht? Und wenn wir sein Herz nicht heilen, fällt er vielleicht einen anderen Albtraum zum Opfer. Wir müssen das in Ordnung bringen, Olli. Du hast gesehen, wie er früher war, oder? Ja, ganz klar. Dem fehlt eine riesen Portion Güte. Güte, hm? Genau, fällt dir jemand ein, der vor Güte nur so strotzt, Olli, dem sie aus den Ohren rausfließt wie Milch und Honig? Richtig gütige Person. Schatz, oh mein Schatz, geht es dir gut? Bitte sag doch was. Tja, manchmal taucht das, wonach du suchst, direkt vor deiner Nase auf. So ein Glücksfall. Sieht so aus. Okay. Gut, kann ich hier speichern? Gut, dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Ni No Kuni. Auf jeden Fall eine sehr emotionale und gegen Ende auch spannende Folge, auch wenn ich mich vielleicht bei diesem Bossgegner, der auch eine ganz neue Art war, bis jetzt haben wir es ja eigentlich mit zwei Wächtern und einer Maus zu tun gehabt, aber vielleicht hat es euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich sagen, lasst mir doch bitte einen Kommentar oder eine Bewertung da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.